Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute seht ihr wieder ein kleines Garten-Update. Und hier sehen wir wieder den badischen Landmais, daneben den Paprika und im nächsten Bild seht ihr dann meine wunderschönen Physalis, die nach der Düngung nun auch etwas besser wachsen. Und ein paar Zentimeter an Höhe zugelegt haben. Jetzt seht ihr hier die Tomaten. Wie ihr seht, die 1, 2, 3 hier vorne und die 2 Buschtomaten sind da neu dazugekommen. Die hatte ich noch übrig und da habe ich die einpflanzen lassen. Hier seht ihr den Blick zum Gewächshaus vom Salatfeld aus. Da seht ihr meine Gurken-Saladin und hinten am Gewächshaus die Kajote. Das ist nochmal das Gewächshaus von vorne. Da seht ihr eine kleine Sonnenblumenpflanze, ein bisschen nochmal die Saladin-Gurken, die eigentlich als Gewächshausgurken gedacht sind, aber machen sich draußen auch recht gut. Dann einmal das Gewächshaus von, wenn ich von vorne drinne stehe. Und dann gleich nochmal von der anderen Perspektive. Da sind natürlich wieder Auberginen drinne. Oder immer noch und oben halt ein paar Kräuter und da vorne ein paar Kräuter. Und das Gewächshaus ist nur echt mit der pinken Gießkanne. Dann haben wir hier die Jostabeere oder auch Jochkelbeere genannt. Das ist eine Kreuzung zwischen Johannes und Stachelbeere. Genau. Habe ich mal von den Kollegen bekommen. Dann haben wir hier nochmal Tomaten, also ganz drüben ist die Sorte Ildi, dann in der Mitte eine Balkoni Red und was das daneben ist, kann ich nicht mehr sagen, weiß ich nicht mehr. Das ist eine Birne. Das ist mein Birnbaum, genau. Und dann kommen jetzt hier zum Schluss nochmal die Tomaten, die an der Gartenhütte stehen. Und das war's dann eigentlich schon. Und hat euch dieses Video gefallen, dann gebt doch einen Daumen nach oben, lasst ein Abonnement da. Da drüben seht ihr jetzt Videovorschläge, könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch interessieren.